Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode Stardew Valley. Wir haben abermals einen schönen Regentag, den wir auskosten konnten, um unsere Dingensbummens, sag schon. Genau, unsere Dings. Toll, wenn man weiß, was man sagen will. Unsere Gießkanne aufzuwerten. Jetzt hab ich's. Ach, was lange wert wird endlich. Gut. Melone, Tomate, jo. Oh, ich müsste heute, glaube ich, Melonenernte haben. Das passt ja sehr gut. Gehen wir gleich mal raus, um nachzuschauen. Das ernten wir ebenfalls mal. Und die Melonen sind da, jawohl. Da muss ich noch mal neue kaufen gehen. Oh, ist das schön, ist das... Hoffentlich kommen da genug Goldstern-Früchtchen raus. Ja, ja. Netter Donner nebenbei. Ich hoffe, der hat euch nicht erschreckt. Oh, schön wieder nicht gießen zu müssen. Und eventuell kann ich, wenn ich hier mehrere... Ja, 5 Stück. Perfekt ist das. Genau so will ich das haben. So ist das perfekt. Ach Mist, ich hätte die ganz billigste nehmen müssen. Naja, jetzt ist auch zu spät. Da nehme ich noch eine Tomate. Guck mal hier nochmal nach. Was kann ich vielleicht noch für andere Sachen hier mitnehmen? Nee, da geht gar nichts. Crafts Room, Foraging. Joa, das kann man irgendwann auch mal angehen. Und voll sind wir noch lange nicht. Exotik. Unter anderem mit Höhlenkarotten. Kann man hier was ernten? Ja, Ahornsirup. Wobei, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich mal... Mal abwarten hier. 2 Kupferbarren wäre nicht schlecht. Und 40 Holz. Ich muss eh noch etwas warten, bevor ich einkaufen kann. Von daher alles halb so schlimm. Kupferbarren. Wo seid ihr? Ihr Schlingel. Ihr Schlawine. Hier sehe ich nichts dergleichen. Hier ebenfalls nichts, nur dass ich sowas mitnehmen kann. Ach, Kiddes. Mach mal keinen Unsinn. Das kann ich nämlich hier reinlagern. Den Red Mushroom kann ich ebenfalls mitnehmen. Oh, vielleicht kann ich die hier auch irgendwie abgeben. Ich glaube ja, oder? Fisch, Fisch, Fisch. Crabpot Bundle. Kann ich, kann ich, kann ich. Oysters, Clams und gibt's hier auch Cockles? Cockle, ja. Der Game of Thrones Fan ist erfreut, würde ich mal sagen. Gut, jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich irgendwo noch Kupferbarren liegen habe. Ja, zufälligerweise schon. Ebenfalls das, dann kann ich noch mal kurz gucken, denn der Bienenstock, der braucht genau sowas hier. Kann ich einmal sowas bauen und 2 Tepper noch. Jetzt bin ich glücklich. Dann werde ich den hier auch einfach mal mit einem versehen. Weil ich es kann einfach. Und... Ja. Soll ich den hier auch? Oder wo packe ich noch einen ran?
Nee, da will ich eigentlich später noch Scheunen planen. Wäre eigentlich cool, wenn ich es zum Beispiel hier ran machen könnte. Jawohl. Habt euch nicht so. Den Bienenstock lagere ich erstmal fein in der Truhe. Einfach weil es so muss. Gerade eben entschlossen. Holz kann ich auch wieder lagern. Ja. Ein Red Snapper kann ich eigentlich auch hier reinpacken. Und gut ist. Ja, und dann kann ich mal schön in die Mine reingehen. Lohnt sich ja richtig. Gut, und Melonensaat brauche ich offenbar 3 mal 8, sagen wir mal 24. Dann sollten wir schon relativ nah an der Realität sein. Aber erstmal noch ein paar Sachen hier abgeben. So, war das hier? Pantry? Ja, Quality Crops. Katsching! Haben wir das auch schon mal erledigt. Wie gesagt, mit größerer Farmeffizienz kriegt man die auch etwas schneller, die qualitativen. Wenn ich bedenke, was wir beiden Pastinaken da warten, oder waren das Pastinaken? Ich glaube ja. Das war ja doch etwas ganz. Ah! Beim Falschen, ich muss das auch hier. Oh, schön, wenn man eine Planung hat von allem. Nicht Quality Crop. Ich brauche Sommer. Sommer, Sonne, Kaktus. Nee, nicht das. Auch nicht das. Was stimmt nicht mit mir? Ah, doch das. So. Jetzt haben wir es. Oh, es wird wieder was freigeschaltet. Der Tresor, da kann ich euch schon mal sagen, da muss man einfach nur ordentlich Geld reinballern. Mehr ist es nicht. Yay, Quality Sprinkler, da kann ich zumindest ein Feld schon mal automatisch bewässern. Das ist geil. Die Dinger will ich doch haben. Dann noch mal zum Aquarium gehuscht. Ach, ich muss doch noch zum Foraging auch. So, Oceanfisch habe ich das und das. Ja. Ups, noch eins. Crab Pot. Kriege ich das und das und das. Damit habe ich auch schon einiges abgedeckt. Löppt. Gott, kriege ich doch nicht so viel in der Mine gebacken, weil ich noch einiges mehr mache. Fall Foraging, Construction, Exotic. Ja, hier bin ich richtig. Perfekt. Und dann kann ich in der nächsten Jahreszeit auch schön mit Honig arbeiten, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich diesen schönen Sirup habe. Nee, ich wollte was einkaufen gehen. Hätte ich fast mich verdaddelt. Ich sollte es Verdaddelzeit nennen. Wäre mal eine Idee. Amethyst. Oh, vielleicht finde ich einen, auch wenn es für Abby auch immer schönes Geschenk ist. Und Alex hat Geburtstag. Das Lustige ist, heute am Tag der Aufnahme kenne ich tatsächlich einen, der Alex heißt und Geburtstag hat. Das ist irgendwie ganz kernig, dass heute auch im Spiel Alex Geburtstag ist.
Na, scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte doch was einkaufen. Schreibt mal schön in die Kommentare, blöder Bade. Denn das trifft es auf den Punkt. Ich glaube, ich will gar nicht in die Mine rein. Ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken komme, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Was nehme ich denn? Die wollte ich. Jo. Läuft. Wobei. So. Was gibt's denn hier noch so Interessantes? Ice Weed Sugar. Och nö, ich dachte, ich könnte bei ihm irgendwas kaufen, was ich seiner Tochter schenken kann. Aber da war ich irgendwie falsch gewickelt. Schade eigentlich. Denn wir müssen ja unseren Balztanz auch so langsam mal fortsetzen. Nicht, dass die Abby sich noch für jemand anderen entscheidet. Wäre nicht gut. So. Aber was ich mal machen könnte, wäre, bevor ich in die Mine gehe, mir noch etwas Fisch zu holen, um im Zweifelsfall meine Ausdauer etwas zu erhöhen. Weil hier kriege ich ja nur 13 Energie, das ist ja gar nichts. So ein guter Fisch, der kann mehr bringen. Wenn er denn mal anbeißen würde. Nicht, dass ich ungeduldig wäre, aber so langsam dürfte mal was beißen. Aber so ein kleiner, schwacher Fisch, der wird auch nicht so viel Energie bringen. Ballhead. Ja, immerhin 35. Etwas mehr als die Alge. So, bis spätestens 4 p.m. mache ich das und was ich dann habe, das muss dann reichen. Boah, das ist aber ein richtig fieses, mieses Biest. Nein, scheiße. Einmal etwas verklickert und dann ist's hinüber gewesen damit. Schade eigentlich. Oh, Mist. Ich dachte, der geht jetzt genauso ab. Aber irgendwie nö. Beiß an, du Mistviech. Ein Chub. Bringt auch nicht so viel mehr. Und ein bisschen Kupfer. Muss ich ja gar nicht in die Mine gehen, um Mineralien zu bekommen. Geht ja auch so. Und nebenbei werde ich fast noch vom Blitz getroffen. Das haben wir gern. Boah, ist auch eine schöne Frusttherapie hier, nachdem das GTA Online-Rennen mich der Server so richtig schön rausgeschmissen hat und ich es nicht zu Ende fahren konnte. Okay. Large Mouse Bass, kann ich den irgendwo einsetzen? Nightfish. Nee, da brauche ich die beiden. Speziell? Nee, auch nicht. Riverfish? Nee, das ist eher hier Lakefish. Ach nee, den habe ich sogar schon. Nur der Sturgeon fehlt mir noch. Der darf gerne anbeißen, der Sturgeon. Na, 53, das ist doch ein bisschen mehr. Aber das Fischen, das geht auch immer leichter. Also da merkt man richtig, mit höheren Angellevel wird alles easy schmiesi und so. Lalalala. Das war kein Perfekt, aber egal. Oh, jetzt wird er ein bisschen widerspenstig. Der widerspenstigen Zähmung.
Jawohl, ein Maximal. Während ich das letzte Mal die Angel auswerfe. Tschop. Und rein in die Mine. Ins Vergnügen, wie auch immer. Ich glaube, ich werde hier einfach mal etwas umsortieren. Ach, das ist nur ein normaler. Das ist ja ziemlich schäbig. Och nö, das hört sich an, als wenn irgendwas auf mich zuflattert. Und ob etwas auf mich zuflattert. Eine Flattermaus sogar. Joa, gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu sehen oder war es das jetzt? Ein bisschen Kohle gibt's. Das ist schön. Kohle kann man immer gebrauchen. Hier wird für so viele Sachen wird's gebraucht. Ist eher eine Mangel. Oh, ein Geist. Ich glaube, dafür brauche ich unter anderem die Resistenz, kann ich mir vorstellen. Oder sehe ich das falsch? Was gibt der denn an Loot nochmal? Irgendwas hat er doch auch an speziellem Monster-Loot. Ey. Ich wollte schon sagen, geh mal tot, aber Solar-Essenz. Ich wollte schon sagen, geh mal tot, aber das Ding ist ja irgendwie ziemlich tot. Sap. Kann man auch gebrauchen. Geht mir nämlich so langsam aus. Hui. Da kriege ich gleich Kohle ohne Ende. Aber erstmal ohne Ende Fledermäuse töten. Ja, 6 Stück. Dem Mangel entgegenwirken. So, hier kann ich schön Hack-Hack machen. Aber irgendwie ist es fies. Alle hacken auf dem armen Eisen rum. Kann doch nichts dafür. Oh, noch mehr Eisen. Und immer mehr Eisen. Ja. Das ist super schön. Uha. Och nö, nicht wieder sowas. Das hasse ich doch. Jetzt mit Flattermäusen. Wie nett. Mal sehen, wie viele kommen noch. Oh, das klingt nach 2 weiteren insgesamt. Und noch eine von irgendwoher. Jawohl, ihr dürft ruhig alle kommen. Wer will, hat noch nicht, wer will noch mal? Die Fledermäuse suchen den Freitod, wie scheint. Ah, das dürfte dann die letzte sein. Und jetzt irgendwie den Ausgang finden. Schwer genug ist es. Das kostet Energie ohne Ende. Weil hier ist einfach nur Glück gefragt wurde. Ah, da ist es. Die Leiter zum Glück. So, du Flatterviech. Dir gehe ich jetzt an deinen Lederkragen. Etwas Platz ist auch noch im Inventar. So muss das. Zehn Stein, damit kann man leben. Nochmal so ein schönes Quäzchen aufheben. Und so eine gefrorene Trinke. Muss ich hier wieder buddeln? Och ne. Lass doch den Schmuh. Und noch eine.
Lecco mio. Ich glaube, das war dann auch dann die letzte Ebene, die ich schaffe für den Tag, der schon fast vorüber ist. Scheiße, die muss noch aussehen. Naja. Eigentlich ist es auch Wumpe, wann ich die aussehe, weil 12 Tage, da kann ich sowieso nichts mehr großartig anbauen. So, auf die Null. Das ist ja eklig. Kann ich mir schon mal draufpacken, dass ich das gleich nur noch aussehen muss. Dann baue ich auch noch den Sprenkler ein und ja, dann bin ich happy. Oh, ich glaube, das wird eine richtig lange Episode mal. Dafür gibt es bald auch wieder kürzere. Das verspreche ich euch, weil nicht jeder Tag so lang geht. Und da sagt noch einer, wenn es regnet, hat man wenig zu tun. Bei mir sind irgendwie gerade die Regentage, die ziemlich lang werden können, habe ich den Eindruck. Aber kann natürlich auch nur ein Gefühl sein. Och, wirst schläfrig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich noch Farmarbeit hier. 5, 6, 7, 8. Dann bauen wir noch den hier ein und sind glücklich. Da werden alle umliegenden Felder schön besprüht. Nur echt mit Sprühwurst. So. Fertig. Gut, die gibt es eh noch nicht. Das ist sowieso egal. Das ist ein Eisenerz bis Quarz. Trägen. Ja, hier kann man auch trägen lassen im Spiel. Und Stein habe ich da ebenfalls schon am Lagern. Perfekt. Dann kann ich ja am nächsten Tag meine Gießkanne abholen. Oh. Einmal muss ich hier noch den Wetterreport. Tja, morgen wird es wieder sonnig. Da muss ich gießen. Allerdings kann ich die Gießkanne erst später holen. Kleines Dilemma, aber soll uns nicht großartig behindern. Da könnte es sein, dass der Tag etwas mehr aus Fischen besteht als jetzt Minenarbeit. Und die Melonen haben mir richtig Kohle gebracht. Also, ja, 3 Felder abgeerntet, so viel Geld. Und die neuen, die haben auch nur so 2000 oder so gekostet. Kann man mal machen. Ja, damit verabschiede ich mich dann auch. Für diese Zeit mit Stardew Valley und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.